So. Wie kann ich denn Key gewinnen? Ausrufezeichen Giveaway. Ich hab Bock auf Adora. Welche Mission machen wir denn jetzt? Wäre etwas schwieriger. Ich hab Bock auf einen Platzball. Hier hätten wir noch. Was haben wir hier noch? Uch, halbes Geld, geh weg. Was haben wir sonst noch so? Abfluss? Adora kann sich hinter die Wände schießen? Ich glaube ja, ne? Halbins ist voll räudig, Hochfinanz ist auch voll räudig, alles voll räudig. Ich hab Bock auf noch einen Ziegel. Doppel-GP-Moabs. Mhm, wir haben kein Wasser. Aber wir können U-Boote bauen, indem wir... indem wir die tragbaren Pools setzen. Welches Teamspiel kannst du mir zurzeit empfehlen? Ori? Das ist Ori and the Blind Forest, was hat vor irgendwie 2 Jahren rauskommen. Und am 11.3. kommt Ori and the Will of the Wisps raus. Vielleicht spielen wir das auch im Live-Let's Play, bin ich mir noch unsicher. So. Let's go. Kannst du bitte mal mit dem Bombenturm spielen? Oh, ich mag den Bombenturm, den ich habe. Ich kann ihn gerne benutzen. Gerade hier für Doppel-GP-Mob, warum nicht? Wir setzen gleich mal einen Bombenturm, weil ich ihn nicht vergesse. Ich mag die Map nicht. Das, der Nüsse-Tail ist auch sehr gut. Ey, Caro, hallöchen! Na? Doppel-GP Waps. Na, erstmal ein bisschen aufrüsten hier. Spielst du mal Planet Zoo? Ausrufezeichen angespielt 1, da könnt ihr ein angespielt vorschlagen, falls ihr eins habt, was ich anspielen soll. Jetzt hat nämlich auch keine Vorschläge mehr drin. Jetzt spiele ich meine eigenen Spiele, also die eigenen Steam-Spiele. Als angespielt. Ich habe kein Auto. 2 Euro gespendet über Superchat X40XD. Ich danke dir. Was geht ab? Nicht so viel. Wir spielen gerade eine Singleplayer-Mission und in der nächsten Koop-Mission wird der dritte Steam-Key verraffelt. Endlich riss ich auf schwarzen Rand, Alter. Nice, geht's, Z-Gray. Angespielt 1, Ausrufezeichen angespielt 1. Ausrufezeichen angespielt 2 wäre die Gesamtübersicht. Was bedeutet GP? Gesundheitspunkte. Ein Gurke oder im Gurki. Das heißt, die haben doppelt so viel Leben. Wie normal. Was nicht ganz ungefährlich ist. Wir werden das mal Adora setzen. Was empfiehlst du beim Sniperaffen? Den oberen Zweig. Ein Sniper ist dafür da, einzelne Ziele zu töten. Und nicht die Massen. Dafür ist kein Sniper da. Dafür ist ein Sturmgewehr da. Wir können sogar hinter die Wand angreifen. Sehr nice. Sehr, wir werden ihn hier hinsetzen. Oder hier, hier, hier. Ja, wir setzen ihn hier hin. Wirst du bald neue Steam-Keys bekommen? Wenn ich nachfrage, würde ich das bestimmt machen. Aber ich mache das nicht allzu oft. Ich möchte es ja nicht auslösen. Ich möchte Ninja Key auf jeden Fall danach eine Rückmeldung geben. Ob das alles funktioniert hat. Und werde in den Raum fragen, in den Raum stellen, die Frage, ob es denn möglich wäre, in der Zukunft für weitere Giveaways Keys zu bekommen. Ohne Leerzeichen im Command. Angespielt 1 und angespielt 2 ohne Leerzeichen. Sag mal bitte deine Top Heroes. Ausrufezeichen Bestherr und Ausrufezeichen Helden. Ist Adora nicht eine Sie? Adora ist eine Sie, ja. Aber der Held ist für mich einfach ein normales Wort. Ne? Also es gibt. Der Held ist für mich einfach normal. So, ich würde ganz gerne den Moab-Schläger setzen. Das heißt, den mittleren Zweig. Ist es möglich, bitte 6 auf dem MacBook Pro zu spielen? Keine Ahnung, die du. Einfach erstmal den Support fragen. Der kann dir sicherlich helfen. Erfahrung mit Haar. Fake Brocken. Was macht angespielt? Außer denn angespielt 1, tipp's einfach mal in den Chat ein, da musst du es sehen. Was ist gut gegen Moabs? Etwas mit viel Scharlach. Wir haben sogar Wasser hier. Das ist ja super. Wir nehmen auf jeden Fall die schweren Bomben mit, damit wir noch mehr Schaden machen.
auf den Moab, der hier gleich kommen wird. Wir haben ja sogar Wasser. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Wir haben 80 Runden. Das heißt, wir werden hier einen Plutoniumreaktor reinschmeißen. Oh, alles rot. Das sind noch zwei Teiche, wo du U-Boote setzen kannst, oder? Ja, habe ich gar nicht. Ja, ich irgendwie dachte ich mir, irgendwo muss doch Wasser gewesen sein. Ich war mir gerade unsicher, aber du hast vielleicht recht, ja. Wenn alles voll Baller mit U-Booten. Wann machst du wieder Koop nach der Runde? Immer abwechselnd. Wir bekommen schnell XP, Ausrufezeichen Erfahrung, Jonas. Das ist Doppel-GP-Moab. Das heißt, die Zeppeliner haben doppelt so viel Gesundheit. Was echt widerlich ist. Ich würde ganz gerne so eine 40 auf jeden Fall noch meine panzerbrechenden Pfeile haben. Ich mag so das Piratenschiff, finde die Fähigkeit solide. Ja, aber wenn nur ein Affe nur wegen seiner Fähigkeit gut ist, ist er für mich aber nicht gut. Dann finde ich ihn nicht gut, muss ich sagen. Du kannst die Wand kaputt machen, nicht die hier. Du kannst nur hier hinten die Ziegel kaputt machen, damit du da Banken oder sowas hinsetzen kannst. Aber die Wand kannst du nicht kaputt machen, das geht nicht. Wir sind ganz cool, wir brauchen noch 2000 Gold. Wir sollten es hinkriegen. Mein Lieblingsessen ist Lasagne, Thomas. Eine richtig gute Lasagne, darüber geht gar nichts. Dafür bemüht ihr immer, dass das Spiel nicht gefunden wurde, wenn ich im Code joinen will. Dann ist der Raum vielleicht schon voll. Oder du hast eine falsche Version. Dass du nicht dieselbe Version hast wie der Host. So, da ist ja der Moab. Easy. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr U-Boote setzen. Was ich gerne machen würde, ist wahrscheinlich auch ein Sturmdruide, ne? Damit er ihn ein bisschen zurückfegt. Welcher Primäraffe kann tarnlos abschießen, sogar wegen nur Primär-Game-Mode? Der Wurfverlarve auf dem unteren Zweig. Ah, hier, die verbesserte Sicht. Kann Tarnung angreifen. Tatsächlich nur er. Mehr gibt's gar nicht. Da Kant, da wirst du mit mir im Teil Welt zusammen Chimps spielen. Kant ist egal, haha. Erstmal spielen mit gar keinem Chimps. Ist mir meine Zeit zu schade derzeit, muss ich sagen. Das machen wir als allerletztes. Kaiserschmarrn? Nee, Kaiserschmarrn ist süß. Ich habe keinen Bock auf irgendwas Süßes zum Mittagessen oder Abendbrot. Als Nachtisch, ja. Aber doch nicht als Hauptgericht. Hat mobile Nachteile oder Vorteile? Ich finde, es hat nur Nachteile, Fail Dave. Die Performance ist echt nicht gut. Du machst deine Augen damit... Oh, jetzt habe ich fast auf Verkaufen gedrückt. Du machst deine Augen damit kaputt. Die Updates kommen später. Und die Bugfixes dauern länger, weil sie wahrscheinlich die Version effizienter oder einfacher finden, zu beheben. Siehst du, der Bug mit den mobilen, in der mobilen Version mit den Preisen, dass die nicht angezeigt werden oder 3 Millionen angezahlt werden, 3 Milliarden, ist halt immer noch nicht behoben. Der ist seit Wochen da. Hab gestern bis 11:30 Geld gefahren, wie du es in dem Video vorgezeigt hast. Und? Bist du weitergekommen, Light Summer Night? Oder ist das kein guter Tipp gewesen? Würzige Pfannkuchen, das ist bestimmt auch lecker. Wie viel Geld wir haben, ist irre, oder? Das ist ganz normal. Das fühlt sich immer total krass an, wenn wir halbes Geld gerade gespielt haben. Und dann einmal normale Missionen spielen. Das ist so krass, wie viel Geld man da bekommt. Ich pack noch einen Alchemisten hier hin. Und noch ein Affendorf auf jeden Fall. Dann haben wir nämlich alle gebufft. Unglaublich gebufft. In Bayern gibt es freitags immer Mehlspeisen. Kaiserschmarrn, Pfannkuchen, Rohrnudeln oder sowas. Bin ich nicht begeistert von. Ich möchte was richtig Herzhaftes essen. Ich bin ein herzhafter Freund. Cordon Bleu ist auch übel lecker. Ja, ich möchte herzhaft. Ich bin ein herzhaft Freund. Wir können Tarns angreifen, Tarns angreifen. Der halt zwar nicht, aber wir brauchen auch keine Tarnung. Das heißt, wir werden hier Primärtraining machen, um unseren Bombenwerfer und unseren Wurfpfeilaffen zu verbessern. Heute gibt es Fleischleiber zum Essen. Was ist das denn? Das ist was Bayerisches, wa?
Ich hab Bock auf einen Kugelblitz. Was ist dein Lieblingsauto? Hab ich keins. Wie kriegt man am schnellsten Affengeld? Ausrufezeichen Geld Mega Flash. Einen Nekromanten soll ich setzen. Na gut, meinetwegen. Ich esse alles, was nicht gesund ist. Ist aber auch nicht so gesund. Hi, Emiran. Hi, bin schlecht. Wie sieht es mit deinem Dreisagerwerfer aus und deinem Tester, der ein Z und G allein mit Eingang zerstört? Auf Inferno-Ring, ja. So, zack. Und ich würde ganz gerne noch eine Feuerkugel und einen Feuerball setzen. Ob wir es noch hinkriegen, weiß ich nicht. Bei Runde 63 ist widerlich. Feuerball, Feuerball, Feuerball. Come on, come on, come on. Gib mir Geld, gib mir Geld. Ah, noch nicht ganz. Nice. Heftig. Richtig bitter. Das ist ja richtig böse, ey. Können tote Blumen, Blei und Tarnsblumen zünden? Ich gehe davon aus, ja. Vielleicht auch das, was der Magier an sich könnte. Eine Runde 63 easy erledigt. Aber Doppel-GP-Moab, ekelhaft. Wir brauchen mehr U-Boote. Stärkere Stimulanz erstmal, ist wichtiger. Und mehr U-Boote. Mehr, 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 mehr. Hi, cool wie Brot, dumm wie Stroh. Scrap. Wie kommt man auf so einen Namen? Ah, und das ist Doppel-GP-Mobs. Das heißt also, die Zeppelin haben doppelt so viel Leben. Was nicht ganz so einfach ist, aber aufgrund unserer U-Boote ziemlich easy. Dim, 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 dim. Hab jetzt Adora. Sehr gut, Light Sabinite. Da habe ich dann Fragen antwortlich gelesen, ob es ihnen sehr gut geholfen hat. Aber scheinbar schon. Mach doch einen Heli und dann eine Verfolgung. Ist das nicht so gut? Der ist nicht so stark, ne. Auf dem Skill ist er einfach noch nicht stark, auf Rasierrot. Er muss schon Apache-Wurf schon, der kostet 22.000. Ansonsten ist er nicht gut. Wir hoffen einfach, dass hier keiner durchkommt. Könnte ich... Ja, kann ich leider nicht, schade. Wir haben hinten derzeit keinen Defense. Es ist auch nicht geplant, dass einer durchkommt. Wir wollen komplett auf der ersten Hälfte die Gegner kaputt machen. Wer ist stärker für Moabs? Pet, fährst du der Azidi? Ich denke, Pet wegen zurückstoßen. Wenn man dann die Skills geben würde, der Moab flucht, da ist Azidi besser. Da allerdings Pet normal auch schon die Gegner zurückstoßen, ist auf jeden Fall Pet besser gegen Moabs. Und Nai bin Kor Zugrost. Was? Zugroste? Roste? Ach, dieses bayerische. Moin TNT-Boy. Bei dem Mobilsim musst du dein Gerät nach einer Stunde wieder aufladen, weil das Spiel so viel Akku braucht. Und dein Gerät war auch mega heiß. Das nervt auch voll. Ja, mobile Version hat nur Nachteile. Gibt es einen Verstärker zu einem Bad? Ein Bär-Bad. Ja. Aber an sich ist der Bad der stärkste Zeppelin im BTD6. Im BTD7 wird wahrscheinlich wieder ein neuer Zeppelin dazukommen. Der noch stärker sein wird und noch größer sein wird. Was sind Steam Keys? Bitte antworten. Ein Code, den du auf Steam aktivieren kannst, damit du kostenlos das Spiel erhältst. Der Nekromant hat schon 16.000 Schaden gemacht, immerhin. Das ist nicht schlecht. What next? Muss weg, hau rein, Manfred. Wenn ich eine schwere Map nehme, wo steht, dass ich 200 Affengeld bekomme, danach der Runde nur 44 bekomme, woran liegt das? Dann spielst du wahrscheinlich Koop. Koop wurde das Geld scheinbar durch die Leute geteilt. Wo kann ich offiziell BT6 Updates verfolgen? Im Forum. Im Forum von
von Ninja Kiwi gibt es eine BT6-Sektion, ist halt allerdings Englisch. Und da kannst du die Updates verfolgen plus die Patch Notes. Das ist ja das, worüber ich immer meine Update-Videos mache. Ich mache immer, um den DT zu besiegen, eins auf 025 und auf 024. Das hältst du von der Taktik. Kann man machen. Aber nur wegen einem Zeppelin. Eiszapfenfall ist schon gut, muss man tatsächlich sagen. Aber ich glaube, bis dahin habe ich irgendwie andere Probleme. Aber kann man machen. Auf jeden Fall, Eiszapfenfall ist echt gut gegen DDTs. Und grundsätzlich gegen Zeppeline. Macht auch viel Schaden. Ein Vorteil, man kann auch mal in der Bahn und in der Pause spielen. Will ich gar nicht. Pause bedeutet Pause. Pause ist zum Ausruhen. Da möchte ich ungern irgendwie was spielen. Aber jeder, wie er mag, ne? Aber weißt du, wenn man nur einen Laptop hat, ist das Handy besser? Finde ich immer noch nicht, weil das Laptop hat immer noch ein größeres Display. Oh, Adoros Level ist 13. Das ist 13. Easy, $660 erhalten. Was geht zu deiner Plantage? Aber 2-3-0. Also oberster Zweig 2 Punkte, der mittlere Zweig 3, dass du auf die Affenbank kommst und der untere halt entsprechend 0.